So, hallo. Heute geht es in diesem dritten Teil um diese Außentür und auch um die Spannzwingen, wie ich die hier befestigt habe, wie ich diese Zwischenrippen erstellt habe. Es geht auch um diese Seitenspanner, die dort unten befestigt sind. Die Seitenspanner werden benötigt für diese großen Schraubzwingen, die hier drin sind. Und im ersten Teil dieser Reihe zeige ich euch, wie ich diesen Korpus erstellt habe, wo diese großen Spannzwingen drin sind. Im zweiten Teil geht es hier um diese Topfscharnieren und um diese Tür, wie das Ganze befestigt worden ist. Und heute in dem Teil geht es um diese Spannzwingen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Als nächstes kommen wir jetzt zu der Tür. Die habe ich jetzt mal abgebaut. Und auf die Tür werden ja auch Schraubzwingenhalter drankommen für diese Zwingen. Ich habe mir hierzu auch schon so eine Leiste zugeschnitten, die genau die Breite der Tür hat. Die Tiefe habe ich hier auf 9,5 habe ich da gewählt, weil diese Schraubzwingen da ganz gut drauf gehen. Der Plan ist hier auch, dass ich hier diese Leisten dann auch nuten werde, dass diese Stange hier auch versenkt werden kann. Und dadurch komme ich dann hier auf ein Maß von, ja, das sind so 9 cm oder so. Ich habe jetzt 9,5 genommen und das würde mir dann reichen. Um die Abstände wieder zu ermitteln, habe ich mir hier so kleine Klötzchen zugeschnitten, die einen Abstand von 3,5 cm haben. Und zwar nutze ich die dafür, um hier den genauen Abstand zwischen den einzelnen Spannzwingen zu ermitteln. Und da habe ich mich jetzt für ein Maß von 3,5 entschieden, weil dadurch habe ich dann hier so ein bisschen so eine Lücke drin. Und ja, das schaut dann schöner aus und die stören sich auch nicht gegenseitig, man kann die dann auch schön rausnehmen. Dieser Lösung bin ich ja recht gut gefahren, auch bei den anderen Zwingen, dass ich diese Teile hier aneinander zwinge. Dazu nutze ich dann diese kleinen Zwingen, wenn die reichen. Ja, so, die zwinge ich jetzt hier so zusammen. Jetzt habe ich hier so einen Block von Zwingen und habe hier dieses Gestänge. Und dieses Gestänge nutze ich dann, um mir hier die Abstände zu übertragen. Jetzt ist es ja so, dass ich nicht außen nicht genau das Maß von diesen Gestängen nehme, sondern ich werde es jetzt einfach aus ein bisschen breiter machen, weil hier ja auch noch die Breite von dem Teil ist. So, ich habe mir das jetzt außen markiert. Da komme ich dann ganz gut hin mit diesem Abstand. Und deswegen werde ich jetzt hier anfangen, mir das Ganze hier zu übertragen. So, jetzt habe ich dieses Teil markiert. So, ich habe mir jetzt auch noch ein anderes Brett zugesägt, das ist ein bisschen tiefer. Ich habe ja auch noch Spannzwingen dieser Art. Die sind ein bisschen anders. Von der Breite sind die fast identisch. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal diese Schlitze hier, die ich hier markiert habe, auf beide Bretter übertragen. Ich spanne jetzt diese beiden Sachen hier mal zusammen und schraube es fest. So, jetzt ist es hier zusammengeschraubt. Wenn ich jetzt die Nuten hier mache, dann übertrage ich mir das gleich auf beide Bretter. So, ich habe jetzt die beiden Sachen hier genutet. Schauen wir mal, ob das hier so zusammengeht. Das geht da gut rein. Haben auch einen schönen gleichmäßigen Abstand.
Jetzt habe ich mich hier auf diese Anordnung festgelegt. Also hier oben kommen diese kürzeren hin. Hier diese langen plus diese Special-Teile. Jeweils immer der Halter oben und abgestützt. So, jetzt habe ich parallel dazu mir hier schon so kleine Stützecken zugeschnitten. Diese Stützecken kommen dann hier bei diesen Haupthaltern oben an den Ecken dran, einfach zur Stabilisation. Und die sind jetzt auch so breit gewählt und ich habe das ja hier auch maßtechnisch so genutet, diese Teile, dass ich hier auf jeden Fall mit der Breite rankomme, ohne da eine Schraubzwinge zu behindern. Jetzt wird der nächste Schritt sein, dass ich jetzt erstmal alles abbauen werde. Dann mir überlege, wo die Positionierung hinkommt. Dann werde ich diese Stützelemente hier, diese Auflagen, erstmal festschrauben hier an diese Tür. Und wenn das Ganze festgeschraubt ist, würde ich im Nachhinein dann diese kleinen Stützecken da mit rein befestigen. So, zu diesem Korpus gibt es auch noch eine kleine Änderung. Ich habe hier diese Seitenspanner. Dann ist mir die Idee gekommen, dass ich ja hier unten noch den Platz habe. Dafür habe ich mir hier so eine Leiste zugeschnitten. Und dann werde ich hier auch das Ganze nochmal so reinsetzen.
Ja, jetzt werde ich mir erstmal hier ein Maß überlegen. Ich habe mir das jetzt so markiert, hier außen immer 4 cm in Abstand gelassen, habe mir hier so einen Klotz mit 6 cm gemacht. Da habe ich schon mal meine Abstände. Jetzt markiere ich mir 2 cm Abstand, wie tief die Nut werden soll. Und jetzt bohre ich mir das erstmal, senke das Ganze und dann schneide ich hier die Nuten rein. So schaut das jetzt am Ende aus, das Ganze. Das ist hier gebohrt. Ich habe es nochmal gesenkt, das Ganze. Jetzt passen hier auch diese Spannelemente rein. So, ich habe jetzt das Ganze hier befestigt und ja, das schließt sich auch gut. Leider ist hier oben noch so ein Spiel. Das hängt aber damit zusammen, dass die Tür, dieses Brett, irgendwie verzogen ist. Also von den Einstellungen her passt das eigentlich alles. Ich werde trotzdem mal ausprobieren, ob ich das hier irgendwie einstellen kann. Leider ein verzogenes Brett. Aber naja, das ist vom Spaltmaß her. Es ist perfekt, aber das Brett ist einfach verzogen. Naja, blöd gelaufen. Ich habe jetzt hier die ganzen Schraubzwingen auch schon befestigt, an der Tür außen. Das schaut auf jeden Fall ziemlich ordentlich aus und ja, es ist alles griffbereit. Ich kann ja jederzeit eine Schraubzwinge auch rausnehmen und wieder reinlegen. Vorher hatte ich diese Schraubzwingen immer an meiner Werkbank einfach festgemacht, immer ringsherum, so wie halt Platz war. Dann hatte ich hier mal welche und da mal welche. Und jetzt habe ich hier wirklich alle Schraubzwingen an der Wand. Und das erleichtert mir einiges, weil wenn ich irgendeine Schraubzwinge suche, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, wo sie ist. Und zwar ist sie irgendwo hier. Also für mich kam im Grunde auch nur dieser Platz in Frage. Und um Platz zu sparen bzw. Platz zu schaffen, habe ich mich hier für so eine zweilagige Lösung entschieden. Und ja, das ist schon ziemlich cool auf jeden Fall, weil man hier auch wirklich auf engen Raum viel unterbringen kann. Das war auch so der Gedanke dabei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben oder auch da einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefallen hat. Über ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr freuen. Über Kommentare bin ich auch sehr erfreut. Bitte fleißig schreiben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal bei meinen Projekten wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen.